Hallo, herzlich willkommen zurück bei G-Games. Heute wieder Borderlands 2. Und ja, natürlich, alleine bin ich hier nie. Servus! Und ja, Tag. Und vielleicht kommt euch das hier unbekannt vor. Und ja. Zwar ist uns ein Missgeschick passiert. Und zwar ein relativ sehr klein, riesengroßes. Was Und zwar sind wir dort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, vor dem kreisrunden Raum dort, haben wir wieder angefangen aufzunehmen, haben uns hier durchgekämpft, haben uns bis hier durchgekämpft, haben sogar wir sind sogar so, wenn wir so knapp vor der großen Figur haben wir es sogar bei der letzten Aufnahme haben wir es genau, sogar die große geschafft. Figur da hinten. Und dann haben wir eben wieder eine Aufnahmepause gemerkt und gemacht. Nicht gemerkt, gemacht. Und dann habe ich gemerkt, meine Platte war zu voll und es wurde einfach ungefähr nur die ersten 4 Sekunden aufgenommen. Das heißt, ja. Alles was dazwischen drin ist. Müssten wir eigentlich noch sagen, was dazwischen drin passiert ist. Also wir haben uns durch den großen Raum gekämpft. Gegen einen kleinen Miniboss gekämpft. Ja, kleiner Miniboss. Und das einzigste Ziel ist ja hier, Roland zu befreien. Man hätte Roland hier schon kennengelernt, da wäre auch schon der Vorschaufilm gekommen von Roland. Nur weil die Aufnahmezeit jetzt nicht gespeichert ist, sieht man den Film leider nicht mehr. Richtig. Also den können wir jetzt euch in diesen Aufnahmen nicht mehr zeigen. Das ist jetzt gerade das Problem, also auf jeden Fall. Wir haben ihn kennengelernt, er hat mit uns ein bisschen gesprochen, da wurde er von einem großen Roboter geschleppt. Den, wo man links sieht, dieser War D3N, gefangen genommen. Und ja, dann müssen wir ihn halt jetzt wieder befreien. So, ich lief und der steht am Ende der Map steht der komische Roboter mit dem Roland. Und ja, und da müssen wir halt jetzt einmal über die ganze Map latschen, damit wir halt irgendwie rein können. Okay. Gunloader! Ja, ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen. Es ist halt ein riesen Missgeschick jetzt. Ja. Das wird uns auf alle Fälle nicht mehr passieren, wenn. Wenn ich auch noch aufnehme. Das wird uns. Genau. Dann sieht das vielleicht mal aus der Sicht von Stefan und nicht von mir. Hier kommt eine Überraschung. Das wäre jetzt nicht so das Problem, glaube ich. Es ist halt jetzt so, dass. Ja, ein großer Teil von der Geschichte haben wir ja noch vor uns. Im Grunde alles. Ja, weil ich glaube, wir haben jetzt nicht mal ein Viertel geschafft. Also, die Story, die ist schon wirklich ends groß. Ja. Also, ich bin wirklich verpasst, Nick. Weil die Rettungsaktion. Die machen die wir Rettung, jetzt gerade. Ja, wollte ich gerade sagen, die fängt ja erst jetzt eigentlich an. Was ich mal schon wieder mal mein Geschütz habe, ich auch vorhin aufgeschmissen, aber egal, ich hab's ja. Das ist es ja da. Du brechst gleich wieder, oh ja. Oh, wir haben ja letzter Zeit, weil ich auch selten wo dabei. Hä, du hattest noch volles Leben. Bist du abgekratzt? Extra oder? Ja, ich bin auf E gekommen. Ja. Also, auch mal nach. Nee, sag schon. Lava du. Okay. Also, sagen wir es mal so. Diese halbe Stunde, wo wir da durchgekämpft haben, die ist nichts im Gegensatz zu dem, was noch kommt. Also, ihr. Yeah. Klar, ist es irgendwie blöd, weil das Video von Roland war schon cool und so, aber. Das meiste und das Beste kommt eigentlich noch. Ja. Also. Nicht weinen. Ich stelle mir gerade vor, wie unsere Zuschauer Graf und Kapier da hocken und voll zum Heulen anfangen. Scheiß Roboter! Weißt du schon mit der Hitze, die gerade runtergesprungen ist? Ja, ich bin mir los. Ich glaube, ich habe gerade meine Waffe in den Rücken bekommen.
Downloader am Arsch. Noch einer. Ja, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, nach längerer Zeit bin ich auch mal wieder dabei beim Aufnehmen. Und ich nehme mal Solo-Games von ihm. Immer. Das waren jetzt keine Folgen, die ich hochgeladen habe, weil ich alleine nichts mehr hatte. Aber, Far Cry 1 wird nicht das einzige sein. Ich habe mir überlegt, zwei Solo-Spiele zu machen. Gleichzeitig. Und ich wusste auch schon was. Ich habe jetzt. Ja, ich komme es nicht aushalten. Assassin's Creed, der erste Teil, nicht gespielt. Und nur mal so simpel, hier oben hat man gerade einen Roller. Da oben hat man Roller. Vielleicht werde ich Assassin's Creed 1 noch mit Let's Playen oder Mafia 2, ich bin mir noch nicht sicher. Weil Assassin's Creed 2 habe ich auch schon, ist auch schon installiert, kurz mal ausprobiert und angespielt und also. Der Plan war ja Assassin's Creed 1, 2, 3, 4 auf alle Fälle zu spielen. Und die Ezio-Trilogie werde ich wahrscheinlich auch noch mit reinpacken. Auf die Beine mit dir, Soldat! Ezio-Trilogie, da hättest du das 2er gar nicht kaufen müssen. Wieso? Das 2er ist Ezio. Ja, und die anderen Ezio-Teile extra kaufen. Ach, da oben ist eine Reparatur. Ich dachte, die anderen zwei Teile soll ich spielen. Wo stehst du? Hier. Wo ist hier? Woanders. Jetzt ist keiner mehr. Jetzt ist gar mehr. Gunloader. Unser lieben Freund hier oben killen. Ach ja, den abzuschlauen. Warte, ich will. Ja, ich hab's geguckt. Passt. Und da ist die riesige Statue. Ja, ich bin jetzt nur hier hochgeklettert, erstens damit ich den Typen killen kann und zweitens, weil wir in der letzten Folge, wo nicht gespeichert worden ist, hier aufgehört haben. Da oben, genau. Aktiviere Kampfmodus. Ja, ich auch hier. Bom, 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 bom. Mach mal den Gunloader da oben weg. Hier. Nein. Ach, da ist auch noch einer. Ich bin die ganze Zeit eine scheiß Reparaturbot, wo du rumfliegst. Geht am Arsch. Dann ja. Ich hab gar keine Shot-Immune mehr. Dammit. Geld. Geschutz. Schutz uns. Geschutz uns, Alter. Gut geht's. Muchas gracias. Achtung. Ich hab noch 30 Leben. Da liegt der bessere Pistole! Nein! Oh, Muni. Zorgeschütz. Kannst du aber schießen oder pack ich dich ein? Ja. Lass mich vorbei! Oh, Exploder macht Bing! Hinter uns ging wieder vor der Truhe. Oh, das ist geil. Achso, da hätte ich jetzt einen nachladen müssen. Ja, da ist ja noch einer. Halt durch, ich bin bei dir. Ja, was du machen musst, so gut wie bei jedem Spiel, da wo man aufhelfen muss, da kann man schneller Leute aufhelfen, indem man den Typen heilt und sich selber dreht. Das musst du mal ausprobieren. Nicht weggehen, mit der Maus drehen. Tatsache. Oh, Exploder! Warum hab ich jetzt die Punkte bekommen? Das ruckelt bei mir ganz schön. Das geht eigentlich nicht mehr. So leichte Hänger da habe ich manchmal drin. Über die Ölfeier. Scheißegal. Über den Gunloader dort weg. Also das nervt schon langsam. Auf die Beine mit dir, Soldat! Doch den Auferstanden, wenn der hätte
Ich höre die ganze Zeit nur Dubstep Intro. So. Und jetzt kämpft man gleich gegen Roland seinem Führer. Ich wollte gerade sagen, was los? Wo geht's ja? Achso, es geht ja da lang, ich schlaubi dumm. Kill diesen Konstruktor, damit wir hier weg können! Mach ihn alle! Schieß ihn aus der Halle! Mach ihn! Roboter werden generiert! Schieß auf die Beine! Ja! Schieß auf die Beine! Ja, damit sie nur noch schießen können. Ach so, das sind Gunloader! Ich schieß die ganze Zeit auf den Typen, das. Auf den diesen Roboter, deswegen haben wir jetzt auch gefragt, wieso der gesagt hat, schießt auf die Beine. Und weg! Weißt du, was das Lustige ist? Das letzte Mal haben wir länger gebraucht. Ja, das auch, aber ich meine, bei mir im Singleplayer habe ich die gar nicht gesehen. Weil, wenn man den nicht besiegt, kommt man in eine andere Welt. Du hast gesagt, da muss man in eine andere Welt, da wo sie den festhalten, und das sind halt nur Roboter. Und die sind halt vom Level auch schon ein bisschen höher, das war dann halt ein bisschen. Ich krieg den scheiß Roboter da hinten nicht. Wiederbelebung! Hey, das war ein guter Roboter. Warte, Roland hat einen Schutz geschmissen. Nein. Meins hat keine Barriere, wieso? Sieht ja ein bisschen einfach aus, sein Geschütz, aber. Und genau das Geschütz, wo der Roland hier hat, das ist. Genau das hat der Roland auch im ersten Teil so. Ach, komm, hinter dir. Achtung, übler Loader, yo, hey du, übler Loader. Komm hier runter. Hier, Schutz! Schutz uns! Alter, das wird jetzt mein Spruch immer, wenn ich dich schmeiß. Ich hatte gerade meine Fähigkeit, lass mich das mit den. Oh, dieses scheiß Geschütz hat sich besiegt. Der Loader ist halt hier. Ja, weiß ich schon, ich dreh mich nur ein bisschen, damit ich dich in die Hand kann. Ich glaube, das ist ein Feuerschaden, ist nur, was ich hier habe. Ja, bei einer Brennung. Ach du, übler Loader. Die kritischen Treffpunkte, das sind seine Augen und die Waffen an der Seite, wenn sie leuchten, gell? Ich hab nicht gewusst, ob du es weißt, weil wenn ich Zero gespielt habe, dann wurde das immer angezeigt. Ich will auch nicht mehr viel. Weil wenn ich Zero gespielt habe, dann. Bevor wir zum Roland gehen, können wir hier erstmal scannen. Ja, und außerdem, da hinten ist doch eh noch eine Kiste. Nee, in the Toilet. Oh. Das war ein falsche. Das ist schlechter. Das ist alles schlechter bei der Toilette. Kannst du mal schauen. Da muss man was bringen, womit ich arbeiten kann. Aber was macht das? Was macht man da jetzt? Was? Ja, ich hab da gerade so ein Loch aufgemacht. So ein Loch aufgemacht. Ja, hier oben. Ja, eher zugemacht, oder? Aufgemacht. Hui! Oh, dann geht er rein und jetzt drücke ich. Oh, geht nicht. Ach so, killst du mich. Dann hast du das schon verbrannt, oder? Hast du das schon mal dran gezogen, oder? Einmal, ja, und dann ging's auf. Nee, dann ging's zu, dann. Ich weiß das, weil es so eine Verbrennungskammer läuft, wird man reingesteckt. Dann, wenn man einmal den Hebel zieht, geht's zu, dann kommen Flammen, dann geht's wieder auf und dann war's es. Na dann. Roland, alter Hauding! Das ist Roland, den habt ihr eben leider nicht gesehen.
Danke. Level up! Ohne dich wäre ich jetzt... Wir treffen uns in Sanctuary. Ich habe einen Plan, wie wir Jack stoppen. Aber ohne dich geht's nicht. Du hast Roland gerettet. Dieser Planet hat auf einen Helden wie dich gewartet. Gott sei Dank hat Jack nicht Wilhelm geschickt. Oh ja, Wilhelm. Der gute alte Wilhelm. Ich glaube, als nächstes Gelicht ist, einen feinen Schaden zu fügen, lässt dich für ein paar Sekunden Gesundheit wiederstellen. Dieser Effekt ist nicht anhaltend. Mehr gleich. Killskill, das Töten eines Feindes erhöht für ein paar Sekunden deinen Schusswaffenschaden und deine Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist eigentlich auch geil. Ganz gut, das ist nächstes. Ja, ich hab's. Jetzt ist die Genauigkeit von meinem Geschütz voll gespielt. Das mit einem grünen Laser, weißt du schon. Oder du bist jetzt auch bei den drei Extras zum Skillen angekommen, oder? Weißt du, was ich meine? Drei Extras zum Skillen? Wie meinst du? Das normale Skillzeug halt. Ja, bei jeder Liste, da gibt's dann am Anfang zwei und dann irgendwann geht's in die Mitte und eins geht runter. Ja, ja. Was hast du da bei dem einen in der Mitte? Weil das eine in der Mitte, das bringt, das hat immer für die Fähigkeit so eine neue Wirkung, also besser gesagt, so neue, damit irgendwas. Beim Gunsucker feuern deine Waffen doppelt so schnell, je länger ich drauf bleib. Ich war mit Roland zusammen stationiert, bis er die Lands verlassen hat. Zäher Hund. Ja, erstmal zu Markus und mal das ganze Zeug, was ich dabei habe, verkaufen und erstmal. Hier, also, ne? Geiles Schild! Eine gute Wahl! Oh, das ist doch Vorsicht. Was für mich. Das wäre für uns gut, weil das extra Skill für mich, das ist erhöht Klasse Commander. Bis bald. Commander Teamfeuerrate plus 13%. Soll ich das holen für uns? Wie du meinst. Wenn ich mich jetzt nicht recht erinnere, dann brauche ich jetzt unbedingt eine Stromwaffe. Ups, ich muss ein bisschen verkaufen, weil ich konnte das nicht kaufen, weil ich zu voll bin. Kapitalismus, Baby! Ja? Ja. Schon, oder? Ach, ich hab ja eine. Granatenschaden hätte ich eh noch drin gehabt. Ich hatte zwei Granatenschaden. Alter, wie viele Granaten habe ich dabei? Wie viele Schilder habe ich dabei, Mann? Schau mal wieder rein! Das gute Schild ist das, hast du gesagt. Das ist schlechter. Nee, ich habe ein gutes für mich gefunden. Über 700. Alter! Ernsthaft, ich habe nur 599. Ach, mal meine Shotgun, wie die habe ich. Ich habe eine Stromwaffe, die ist dann gut gegen Schilde, ne? 34. Eine. Hä? Warum habe ich die bessere Schrotflinte in meinem Inventar und nimm sie nicht her? Weil du scheiße bist! Soll ich das wissen, warum du die nicht hast? Jetzt habe ich das Teamfeuerrad. Kauf was oder geh mir aus der Optik. Ich kauf was. Und zwar, was kauf ich denn? SMG-Menü. Das ist weg, ey. Granaten. Wird mir die Shotgun, die ich gerade rausgetan habe, ist besser angezeigt wie die, wo ich. Hä? Umtausch kann ich übrigens vergessen. Hä? Ich kapier das nicht. Jetzt sag mal, meine alte Shotgun, damit die, wo ich drin hab, schlechter ist. Und jetzt hab ich die reingetan und jetzt sag mal, die Shotgun, die ich draußen hab, damit die andere schlechter ist. Hä? Egal, ich verkaufe halt einfach mal die, wo ich drin hab. Hi, Moxie. Oh, das ist gerade scheiße. Können wir schnell Aufnahme stoppen? Sofort und tschüssi.